So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Ryzen hier. Ihr und ich sind jetzt, ihr und ich, du und ich, wir und er, keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier und werden versuchen, diesen verdammten Artefakt-Schmuggler Scordo endlich umzulegen. In der letzten Folge haben wir es schon zwei, dreimal versucht, sind dabei kläglich, bei draufgegangen. Ist auch ziemlich krass, also der Typ hält gut aus. Teilt gut aus und das ist natürlich dann ein kleines Problem für uns, denn wir halten nicht allzu viel aus und teilen auch nicht zu viel aus. Ja, das macht die ganze Sache ziemlich schwer. Aber wir werden es weiter versuchen. Wir müssen es versuchen. Ansonsten geht's hier nicht weiter. Fangen wir an! Läuft gut, Leute. Läuft gut, läuft gut. Scordo kriegt auf den Sack. Oh, wow. Oh, Mann! Ich kann das nicht blocken, wenn ich in diesem... das nervt vielleicht. Fuck! Nein! Oh, das ist der Hammer, beziehungsweise es ist einfach mega schwer. Und wenn dieses, wenn ich hier so einen starken Schlag abgekriegt habe, dann und er mir dann trotzdem noch einen geben kann, wisst ihr, das ist so abfuck. Oh, dann kann ich nicht wehren, dann kann ich nicht blocken. Ich werde jetzt mal zum Schmied da oben hochgehen und ja, mal Lucky Lucky machen, ob der mal eine Waffe hat. Ich bräuchte jetzt so einen richtig schönen Einhänder. Wie viel Stärke habe ich? 30 Stärke. Ich glaube, mit 30 Stärke kann man schon den einen oder anderen Einhänder tragen, der Damage macht. Ich hoffe, dass der jetzt mal was besitzt. Ach, der wollte mir ja nichts verkaufen, ne? Oh, verdammt. Ich werde, glaube ich, der einzige Ordenskrieger sein, der mit Schild und Einhandschwert rumläuft. Nein. Kann man das? Nun, wenn... Gut. Ein Ruck. Für was? Du hast seit all. Erzähl mir. Und wer? Und was? Ich denke, das. Alter, braucht eine Pause. Alvaro. Nein. Kann ich. Jeden. Wenn. Aber du kannst doch gar nicht heraus aus der Stadt. Ich mach das. Wirklich? Aber ich brauche verdammt viel. Woher? Die Bauern draußen hatten ziemlich viel alten Metallschrott auf ihren Höhen. Alte Werkzeuge, Nägel, sowas eben. Aber ich habe von den Gnomen gehört. Sie klauen alles, was... Ich wette, die haben auch den ganzen alten Metall... Verstehe. Ich habe... Super, genau... Was denn, 15 Stück? Weißt du, wie viele Gnome ich dafür umhauen muss? Tja, ich kann es nicht ändern. Was glaubst du denn, wie viele Waffen ich in den letzten Tagen geschmiedet habe, hä? Ich brauche das Zeug. Ach, na schön. Ich werde sehen. Das kann aber eine Weile... Mir egal. Ich hab ja diese komischen Säckchen von den Gnomen, ne? Und genau das ist das Ding. Ich muss 15 Stück für den Typen hier finden. Gibt's was Wichtiges? Lass mich raten. Ein paar Klingen habe ich noch. Also. Nein. Tja, die Ge- Du solltest Walter eine Pause. Ach was. Er ist stark wie... Aber auch ein Ogre. Aber die Arbeit... Ich? Na nein, das... Jetzt stehen vor allem... Was brauchst du? Hier im Händlerviertel. Und hier ist ein...
Finde die Knechte, bezahl sie und sag ihnen... Und dann gönnst du Walter... Er soll noch... Gut, ich habe alles verstanden. Ich hoffe, ihr auch. Ich soll jetzt Knechte finden, ich soll die bezahlen. Knechte, zack, und dann hat er eine Pause. Der Schmied. Und jetzt wird hier erstmal nach Waffen gesucht. Also, was hast du Feines? Zweihandschwert, Bastardschwert. Benötigte Stärke 40. Klingenschaden 42. Kampfstab mit Blut dran. Das könnte ich schon holen. 25. Ich habe eine Machete, die hier, mit 20 Schaden. Aber das würde nicht so viel Sinn machen. Das hier wäre mega geil. Ein Bastardschwert, Alter. Ein Bastardschwert. Ah, Gold hätte ich genug. Ich habe 1600 Gold. Ich bräuchte Stärke. Das Ding ist nicht das Problem, dass ich jetzt hier an Stärke rankommen muss, weil da würde ich auch genug Punkte. Ich brauche Lernpunkte. Und was die Lernpunkte angeht, müsste ich wissen, wie viel Erfahrung ich noch brauche bis zur nächsten Stufe. Ach da. 410 Erfahrung brauche ich noch. Gut, wir questen jetzt noch. Bis das nächste Level da ist, geben uns 10 Stärke, kaufen dieses Bastardschwert, oder wir kaufen es jetzt schon. Kaufen das Bastardschwert. Also haben das Bastardschwert schon. Wir werden jetzt ein bisschen questen, bis wir fertig sind mit, ja. Hallo. Psst, mach nicht so ein Aufsehen, sonst wird... Psst, nicht so laut, Mann. Die weiße Wache da hinten wird schon aufmerksam. Wenn Hernandez mitkriegt, dass ich das Haus des alten Don beobachte, kriegt er mit Sicherheit das große Flattern. Die Weißen machen... Ja, Mann. Hernandez, der Mistkerl, hat es sich da am Eingang so richtig schön... Es scheint so, als würde er den Rest seines Lebens da als Wach... Und ich sitz hier... Du kannst fragen... Ja, ich habe... Wie du siehst, könnt... Im Haus befindet sich ein altes Familienerbstück des Don. Es ist ein... Wenn es die Weißen in die Finger bekommen, bin ich geliefert. Esteban wird mich um... Jetzt. Es ist der Rie... Die Wache... Wenn man... Dann schl... Du willst die... Das... Ich soll die doch alle aus dem Weg schaffen, oder? Mal sehen. Steck... Was machst du da? Schluss mit der Langeweile! Es gibt einen Kampf! Ja! 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 Das wird noch Ärger geben. Wurde auch mal Zeit, dass dem einer die Fresse verliert. Er hat es nicht besser verdient. Bam! Level up. Sehr geil. So. Jetzt muss ich nur noch Stärke, 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 Stärke. Hey, ich bin Gary. Hey, ich bin Gary und ich arbeite für Leonardo. Aber hier waren doch irgendwo noch irgendwelche Lappen, die hier rumsaßen und sich an ihren, in ihrer Nase rumgebohrt haben und nichts getan haben. Die hießen auch Dings. Der da? Schmiedeknecht. Mörder. Geh und versuch mal, irgendwas richtig zu machen. Wieso Mörder, Mann? Ich hab den... Typen umgebracht. Sieh an, ein Mann aus der... Und? Natürlich. Hast du einen Auf... Es gibt tatsächlich eine Sache, bei der ich deine Hilfe in Anspruch nehmen will. Worum geht's? Die Banditen halten sich bedeckt, aber sie gehen trotzdem ihren schmutzigen Geschäften nach. Erzähl mal was Neues. Wiesel ist einer von ihnen. Er sitzt den ganzen Tag nur auf einer Bank. Das ist nicht verboten. Wiesel ist hier kein Unbekannter. Er hat früher Schutzgeld von den Händlern kassiert. Und? Was soll ich tun? Ich brauche einen Beweis, damit ich gegen ihn vorgehen kann. Sprich mit ihm. Freunde dich mit ihm an. Tu, was immer notwendig ist, um sein Vertrauen zu gewinnen. Die Hauptsache ist, du bringst mir einen Beweis. Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Gut. Mal sehen. Ich gehe jetzt mal einfach übelst brutal vor. Speicher das mal und bringe ihn auch um. Speicher jetzt. Warum machst du so einen Scheiß? Ja! Ja! Aber nicht da, dass er hat das Schwein verdient.
Weaseljagd ist beendet. Quest erfolgreich abgeschlossen. Weasel hat uns endgültig verlassen. Na und? Er war ein Bandit. Wenn du ihn nicht erledigt hättest, hätte es ein anderer getan. Wie steht es um die Ordnung der Stadt? Carlos wird von Weasel erfahren. Und du hast dir eine Belohnung verdient. Ich rechne damit, dass du weiterhin für uns arbeitest. Oh ja, yeah, das macht Spaß. Ich hörte, der Don hat noch so einiges hier im Haus zurückgelassen. So, so. Und was soll das sein? Angeblich soll hier noch ein Erbstück des Don versteckt sein. Ein goldenes Amulett. Unsinn. Wir haben alles durchsucht. Sowas wäre uns aufgefallen. Wer hat dir denn diesen Quatsch erzählt? Dieser Mistkerl Tony wahrscheinlich, was? Lass dich nicht verarschen, kann ich dir nur raten. Ich werde dir das goldene Amulett besorgen. Ha! Du Großmaul. Du glaubst wirklich, dass deine Augen besser sind als unsere, ja? Mhm. Dann geh rein und überzeug dich selbst. Da ist nichts. Hier, das scheint das alte Erbstück des Don zu sein. Na, gibt's denn sowas? Ich bin beeindruckt. Du hast tatsächlich was gefunden. Hm. Und ich dachte, wir hätten schon alles durchsucht. Sehr gut. Ich werde das Ding mal beschlagnahmen und in die Vulkanfestung bringen lassen. Hier hast du ein paar Münzen dafür. Weiter so. War das das, was ich angelegt hatte? Ah! Das Amulett hatte ich angelegt. Verdammt. Oh Mann. Bin auf Akrobatik. Geh lieber, sonst denken die Leute, ich wäre auch ein Mörder. Alter. Wenn du interessiert an Waren aller Art bist, wirst du bei mir bestimmt etwas finden. Aber wenn du nur gekommen bist, um zu betteln... Zeig mir deine Ware, du alter Sack. Was? Daran soll man interessiert sein, Alter? Geh nach Hause, du Lappen, ey. So, jetzt muss ich erstmal stärker werden. Wir haben jetzt das Level ab ziemlich schnell geschafft, muss ich sagen. Kaum haben wir den Banditen getötet, ging das Level ab auch einfach nur so. War's das? Du bist doch einer der Wache, oder? Ja, der sieht voll wachenmäßig aus. Wo könnte ich jetzt noch? Ich muss zum großen Dicken da drüben gehen. Der hilft mir weiter. Bist du ein Typ mit Name? Nein, bist du ein Typ mit Name? Nein, Lilly ist ein Bitch. Böhren sieht auch aus wie eine Bitch, ist aber keine. Der transportiert nur Waren. Das ist... Nein, jetzt nicht. Der hat nichts mehr zu melden. Beziehungsweise hat mir nichts zu sagen. Vasili haben wir verprügelt. Boah, gleich lege ich erstmal ein Bastardschwert an, Leute. Yeah. So. Zeigt mir, wie man kämpft. Ich will weiter. Ich. Gut. Ende. Und jetzt Bastardschwert anlegen. Das ist ein verdammter Zweihänder? Das Bastardschwert ist ein Zweihänder? Sind wir alle verloren? Dann hätte ich es gar nicht kaufen müssen, oder doch? Das ist viel besser als das. Ja klar, und den Gürger gibt's wirklich. Naja gut. So schlimm ist es jetzt noch wieder nicht. Ich werde mir trotzdem, glaube ich, nochmal umschauen nach einer besseren Einhandwaffe. So, und ich suche jetzt weiterhin nach Banditen auf der Straße. Die ich einfach umlegen darf. Bist du zufrieden mit mir? Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Ich kann dir nicht helfen. Raus! Oh ja. Typen wie dich will ich hier nie wieder sehen. Ist ja gut, Alter. Die gehen gleich voll drauf ab. Sind sie einfach in ihrem Element. Raus! Oh Mann! Ja! Hau nur ab! Was? Schon wieder? Ey Leute, irgendwie ist da was falsch, ey. Ich werd verrückt.
Na gut, ich werde das so schnell wie möglich neu starten. Wir werden dann beim letzten Speicherstand werden wir weitermachen. Das beenden. Wow! So, Programm geschlossen. Ich werde Ryzen jetzt einfach normal starten. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Schade, dass es jetzt wirklich mal in der Folge mittendrin passiert ist. Jetzt habt ihr natürlich erstmal einen kleinen schwarzen Bildschirm. Sollte nicht so schlimm sein, die paar Sekunden. Und ich glaube, ich war da sowieso falsch. Das Ding ist, dass wir einfach noch zwei Wildschweinfelle brauchen. Und keine Ahnung, wo ich die herbekommen soll. Zwei Wildschweinfelle, die müssen doch irgendwo auch noch rumliegen. Dann könnte ich die Quest abgeben, das Fleisch holen, das Fleisch zum Jäger bringen. Ich hätte einfach so viele Quests damit abgegeben, wenn ich jetzt zwei verdammte Wildschweinfelle endlich mal finden würde. Aber nein, es soll nicht sein. Es soll nicht sein, nicht sein, nicht sein. Es will nicht, es will nicht, es will einfach nicht. So, whoop, schieben wir erstmal wieder hier rüber. Deep Silver. Da 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 da. Schild kannst du nur benutzen, wenn du noch eine Hand frei hast. Sag bloß. Und wir haben jetzt ein Bastardschwert gekauft und das ist nicht Einhand. In Gothic war ein Bastardschwert Einhand. So, wo bin ich hier? Habe ich irgendwas danach noch gemacht? Nein, jetzt nicht. Habe ich das mit ihm schon gemacht? Natürlich. Ich sage dir, das wird sich niemals ändern. Also habe ich mir die Stärke noch nicht geholt, ne? Die ich eigentlich auch nicht wirklich brauche. Obwohl ich Stärke sehr gut gebrauchen kann. Komplett eigentlich. Egal, ob ich mit Stäben kämpfe oder mit einem Einhandschwert oder so. Alles benötigt Stärke. Stärke gibt mir im Nahkampf noch mehr Schaden. Ja. Wir werden erstmal hier ein bisschen noch mehr auf Stärke gehen. Beziehungsweise werden das wirklich auch kaufen. Hier haben wir ja kontrolliert, ob noch irgendwer was zu melden hat. Und ich muss auch darauf achten, Leute, dass ich erst, wenn ich den Typen umgelegt habe, nicht sofort dem Master der Stadt verrate. Weil ich denke, er wird dann einfach diesen Dings schließen. Ich muss dann wahrscheinlich erstmal alle, die einen Ausweg aus der Stadt haben wollten, werde ich wahrscheinlich erstmal unterrichten müssen. Das heißt, wir werden nochmal rumlaufen müssen. Und gucken, dass alles normal vonstatten geht. Was gibt's denn hier? Wo landen wir hier? Ach, hier landen wir. Schon wieder ein Wolfsfell. Willst du mich verarschen? Warum so viele Wolfsfälle? Wo bleiben... Wo sind die Sachen? Da! Wildschweinfälle 3! Wer schleicht, hat nichts Gutes im Sinn. Wer schleicht, hat nichts Gutes im Sinn. Ich geb dir gleich mal Gutes im Sinn und klatsch dir eine so. Was willst du hier? Hast du ein Wildschweinfell hier drin? Nur ein Joint, ey. Nur ein verdammten Joint. Nur ein verdammten Joint. Was will ich damit? Mit einem Joint. Join Reno. Woher habe ich denn jetzt den Schlüssel? Ach! Das ist die Baracke vom Piraten. Wildschweinfell! War da nicht noch was anderes, was ich aufheben konnte da so? Nee. Stahlbartstour. Truhe, nicht Tour. Altes Schriftstück, ein goldener Gelch. Damit brauche ich nur noch ein Wildschweinfell. Und ich hätte eine freie Wohnung. Eine freie Wohnung! Eine freie Wohnung. Ich habe erst 3 von 15 Werkzeugbeutel. Liste von Belschwur, altes Schriftstück. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Gen Nord-Nordost zu Ost. Das alte Grab wird es wissen. Ich glaube,
Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Uns erzählt ja keiner was. Mit mir machen die sowas nicht. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Nun? Das habe ich auch gehört. Lol, ich hätte doch jetzt eine freie Wohnung. Von den Piraten? Und, ja. Ob sich da draußen wohl wer retten konnte. Die Frage ist nur, wo ist das letzte Wildschweinfell? Ob uns das gefährlich wird? Wenn das Unwetter kommt, will ich nicht hier sein. Was willst du hier? Auch kein Wildschweinfell. Da musst du vorsichtig sein. Die sind unberechenbar. Wildschweinfell? Da oben? Sei ein Wildschweinfell. Ein Wolfsfell. Wildschweinfell. Wieso gibt's hier kein Wildschweinfell? Das Schloss ist zu schwierig für mich. Oh Mann, das Schloss ist zu schwierig für mich. Menschen waren das nicht. Oh Mann. Und was für ein Grab? Nord-Nord-Ost? Was ist da los? Uns erzählt ja keiner was. Ich will jetzt erstmal bis Mittag schlafen, ey. Haut euch hin, ey. Haut euch hin. So. Das ist auch viel geiler, ey. Mit Licht und alles. Das sieht viel besser aus dann. Ich guck mal, ob der Lappen hier oben überhaupt noch ist. Und in dieser Putze war ich auch noch gar nicht. Kommt doch gar keiner. Siehst du was Bestimmtes? Lol, jetzt erst. Schleichen macht mich misstrauisch. Sid macht. Du hast es geschafft. Und du musst das nicht mal. Dank. Lass dich nicht. Ja. Gut. Hab ich den verscheucht? Hotelbett. Ey, das habe ich nicht gelesen, als ich da rein bin. Wildschweinfell. Was? Das darf nicht wahr sein, ey. Ich wollte jetzt nochmal zu ihm und mal gucken, ob ich mit ihm reden kann, ob das jetzt die freie Wohnung dafür ist. Der Magier wollte ja anscheinend nichts von mir wissen. Für ihn war das anscheinend nicht irgendwie ein Dialogaufbruch, dass ich sagen könnte, hey, ich habe eine freie Wohnung. Das war anscheinend nicht der Fall. Ich habe auch noch... Ich kann dir nicht helfen. Der kann mir nicht helfen, der alte Lump. Grab Nord-Nord-Ost. Nord-Nord-Ost gen Ost. Was? Ich verstehe es nicht. Ich würde sehr gerne hier rein. Um zu gucken, ob da noch ein Fell drin ist, aber es verpackt ja einfach. Was willst du hier? Wolfsfell. Natürlich. Echt? Nein. Alter, was? Der verarscht mich. Natürlich. Echt? Nein. Wow. Ey, der verarscht mich einfach hochkant. Wo ist dieses verdammte Wildschweinfell? Wildschweinfell, Wildschweinfell. Ich will dieses Wildschweinfell, Wildschweinfell, Wildschweinfell.
Wow, gib mir hier keiner ein Wildschweinfell. Ist hier irgendwo ein verdammtes Wildschweinfell? Hier vielleicht ein Wildschweinfell? Kartoffeln? Ich brauche ein gottverdammtes Wildschweinfell. Wildschweinfell. Und ich eben habe ich mich abgerollt und das lag daran, dass ich Leichtathletik jetzt drin habe. Beziehungsweise kann ich jetzt einfach, weil ich ja, das geskillt habe. Beziehungsweise ich habe einen Ring mit Leichtathletik drauf. Will mir keiner ein scheiß Wildschweinfell verkaufen? Ich brauche noch ein verdammtes Wildschweinfell. Ja, ein verdammtes Wildschweinfell. Puh, wo kann das denn sein? Was sucht? Ja? Hast du immerhin Hand? Nein. Frag mal meine Jungs. Wo kann... Ich hab keine. Aber einige Bürger haben ihre Häuser mit Fellen ausgelegt. Aber das ist doch Dieb. Tja, Wölfe und Keiler sind gerade nicht... Und wenn du keine Felle mitgebracht hast, kannst du höchstens noch bei den Händlern... Oder du probierst es im Schlachthaus. Vielleicht haben die... Was habe ich da? Du willst... Ah, ihr verwirrt mich alle. Alle, alle, alle. Ja, ja, alle, alle. Ihr verwirrt mich. Ihr alle. Ja, 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 ihr alle. Was? Der hat kein Fell. Ja, ihr alle. Ja, 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 ihr. Darf ich das nehmen? Wer hier was klaut, bekommt Ärger! Ja! 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 Hey. Oh, 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 oh! Wer hier was klaut, der kommt. Ja. Ja. Was schon wieder? Oh mein Gott, Leute, ey, das bricht die ganze Zeit ab, dieses Spiel. Was ist damit los? Ich verstehe es nicht. Ah, ich werde es schnell wieder neu starten und natürlich dann einfach, ja. Ja, wie gesagt, ich werde neu starten und dann sehen wir weiter. Ich weiß gerade wieder nicht, wo, ja, wo wir jetzt gerade abgespeichert haben. Ich weiß nicht, was dieses Spiel gerade von mir will. Warum das immer wieder abkackt. Letzte Folge war das, glaube ich, auch schon so, dass es abgeschissen ist. Oh, sind wir schon bei 29 Minuten? Oh, Leute, dann mache ich hiermit die Folge Schluss. Ich würde sagen, haut doch rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Schreibt in den Kommentaren, wie euch die Folge gefallen hat. Verdammt, schon 29 Minuten. Haut da rein, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Schreibt mir in die Kommentare und ja, haut da rein, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal.